Herzlich willkommen zur zweiten Runde des österreichischen Cup-Spiels. Diesmal das Spitzenspiel Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg. Ich bin Rapid. Schauen Sie sich gegenseitig an. Wie lassen wir da alles? Ich werde euch immer wieder zwischendurch auch ein paar Sonderspiele zeigen, wie Cup-Spiele oder Champions League-Spiele kommen auch ein paar. So, neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Ich bin Wolf Fuß und wir begrüßen Sie recht herzlich zu diesem Spiel. Hallo, liebe Zuschauer, wir glauben, das wird heute richtig spannend. Unsere heutige Partie lautet Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg. Die Gäste bisher mit der ligaweit besten Auswärtsbilanz. 8 Siege aus 11 Spielen sind wirklich herausragend. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch und können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Und so wird Red Bull Salzburg in diese Partie gehen. Schauen wir uns die taktische Formation kurz an. Wir sehen das 4-3-3, drei Stürmer, die rechts eng beieinander sind. Also es muss nicht zwingend über die Flügel gehen. Schöner Pass. Jetzt die Flanke. Da können Sie erst mal klären. Fängt diesen Ball ab. Schießt doch. Einwurf jetzt. Stefan Leiner. André Ramayo. Xaver Schlager. Fredrik Gulbransen. Knas Müllner. Jetzt wird's gefährlich. Problemlos hat er hier den Ball. Stefan Leiner. Yadier Samaseku. Fredrik Gulbransen. Xaver Schlager. Defensive ist gut organisiert. Da kommen sie nur schwer durch. Jetzt können sie vielleicht kontern. Da bedankt sich dir. Das ist jetzt eine Chance. Die muss er machen. Stark. Das war's mit der Chance. Junusovic. Yadier Samaseku. Takumi Minamino. Dabur. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Ulmer. Dabur. Er bekommt die Unterstützung. Da ist die Hereingabe. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Ganz einfach an den Ball gekommen. Ja, schwacher Ball hier. Sie kommen jetzt über außen. Er lässt den Gegner stehen. Und er schießt. Es gibt Ecke und damit die wieder Chance zur Führung. Die Ecke kommt. Schlechte Hereingabe. Ganz kurz. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Hereingabe. Tja, das war keine gute Flanke. Den Ball kann er klären. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Und er schießt. Sie liegen und das 1:0 für Rapid Wien. Die Fans liegen sich in den Armen. Jawohl. Die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt.
Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Xaver Schlager. Diadier Samaseku. Frederik Gulbransen. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Er nimmt ihm den Ball ab. Dabur. Takumi Minamino. Ulmer. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Sie erobern den Ballbesitz. Klasse Einsatz. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Sie kommen über den Flügel. Da ist die Flanke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Xaver Schlager. Frederik Gulbransen. Marvin Potzmann. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Xaver Schlager. 2 Minuten mehr nachgespielt. Junusovic. Takumi Minamino. Junusovic. Zur Pause steht es 1:0. 1:0. Cool. Weiter geht's. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Frederik Gulbransen. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Andrea Pavlovic. Und jetzt der Schuss. Er war noch dran, gibt Ecke. Jetzt der Eckball. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Kommt rein. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Nasmüller. Da passt er auf. Stefan Schwab. Marvin Potzmann. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Es gibt hier Einwurf. Jetzt will man mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Den Ball spielt er raus. Jetzt die Flanke. Oh, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Diadier Samaseku. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Boli Bolingoli. Jetzt könnte es gefährlich werden. Nasmüllner. Der Torwart passt da auf. Ganz locker macht er das hier. Frederik Gulbransen. Der Ball ist über der Linie. Einwurf.
Wir sehen es, Buschi, Salzburg bringt einen neuen Spieler. Ja, es soll noch mal ein neuer Impuls von der Bank kommen. Stefan Leiner, André Ramayo, Dabur. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. André Ramayo. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Da muss er flanken. Gut abgefangen, dieser Ball. Junusovic. Jetzt haben sie den Ball verloren. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Schöne Aktion. Gute Idee, dieser Ball. Nicht so einfach hier. Er versucht den Eber. Gibt es das denn? Kein Tor. Und das war natürlich eine Riesenchance. Das war aber zu wenig. Das war zu schwach. Den hält er. Da ist Platz. Klasse Zuspiel. Jetzt der Schuss. Er versucht es. Oh Gott, das war... weit vorbei. Junusovic. Stefan Leiner. Der ist weit. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. Junusovic. Jetzt kann man doch nach Hause spielen. Ist das spannend. Auch in den letzten Minuten schenken sich beide Mannschaften nichts. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Das könnte gefährlich werden. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Super Pass. Das sieht gut aus. Jetzt der Schuss. Und das ist der Sieg. Phänomenal. Ohne Worte. Sie setzen noch einen drauf. Sie sind klar überlegen. Und das sieht man jetzt auch am Spielstand. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Jawohl, das war der Sieg. Also, Rapid Wien ist eine Runde weiter im Cup. Und jetzt verscheidet aus. Ja, Wolf, weißt du genauso wie ich. Jawohl, so ist es. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und schaut auch bei unserem Discord vorbei. Ciao, ciao. Bye, bye. Discord nicht vergessen.